Ja, dann zeige ich euch am besten mal den Fahrstand. Kommt einfach mal mit nach oben. Hier sind wir schon fast im Herzstück vom Power Tower. Das Herzstück ist eigentlich unter uns, das ist der E-Container. Da haben wir alle Technik drin und der Antrieb ist ja im Mittelbau verbaut. Aber von hier aus steuern wir die Fahrt. Kommt einfach mal ein bisschen näher rein, dann könnt ihr so ein bisschen von hinten filmen, dann erkläre ich euch mal ein bisschen was. Hier ist unser Fahrpult und unser Monitor. Und von hier aus starten wir die komplette Fahrt. Das heißt, wenn die Gondel unten ist und alle Bügel geöffnet sind, lassen wir die Leute einsteigen. Dann schließen die diese Bügel, dann haben wir hier eine Anzeige, wo jede Bügelgruppe angezeigt wird. Diese sind dann immer auf grün, wenn auf einer Sitzposition, also auf einer Sitzgruppe, die Gondel alle geschlossen sind, dann geht die auf grün. Und dann fahren wir immer an mit einem Doppel-Jojo. Das ist unser erstes Fahrspiel. Und dann werden wir vorne eine Freigabe bekommen. Dann piept das hier ein wenig. Dann könnten wir Start-Fahrspiel drücken. Dann fährt die Gondel hoch in unsere Waage. Und in derselben Sekunde drücken wir dann schon Sitzentriegelung durch. Damit halten wir die Gondel an und können natürlich dann die Passagiere belustigen und ein bisschen entertainen. Und wenn wir loslassen, fährt die Gondel hoch auf eine Gondelposition von 58 Metern. Der Power Tower hat ja eine Gesamthöhe von 66 Metern. Das beinhaltet aber noch die Spitze und das Display dazu. Wenn die Gondel oben angekommen ist, drücken wir wieder diesen Knopf durch. Damit halten wir die Gondel oben wieder fest. Dann, wie man das natürlich kennt von uns, animieren wir weiterhin die Leute, erzählen lustige Dinge. Und wenn wir dann loslassen, haben wir eine Verzögerungszeit von circa 3 Sekunden. Das heißt, wenn wir den Knopf loslassen, dann dauert es so 2-3 Sekunden, bis die Gondel dann nach unten fährt. Im Doppel-Jojo-Fahrspiel fährt die Gondel 2-mal nach oben und 2-mal nach unten. Und wenn die Gondel wieder unten ankommt, also während des Fahrspiels noch, drücken wir hier auf das zweite Fahrspiel. Dann können wir der Maschine sagen oder der Anlage sagen, dass wir gleich nochmal fahren wollen. Da drücken wir also dieses zweite Fahrspiel und gehen dann auf unseren Olé. Der Olé ist dann dieser, den wir dann wieder starten, wo die Gondel hochfährt, abrupt abgebremst wird, weiter hochfährt, noch einmal leicht nach unten kommt und wieder nach oben fährt. Das ist der Olé. Im Olé ist, wenn die Gondel wieder ganz oben ist, fährt die Gondel einmal ganz runter und nochmal hoch und wieder runter. Dann drücken wir allerdings nochmal zweites Fahrspiel, weil wir 3 Programme fahren. Und das ist dann der Short Olé, der Short Jojo, entschuldigt. Der Short Jojo, der fährt hoch. Das ist ja dann meistens unsere finale Fahrt. Da sagen wir dann immer, wir tüdeln ins Finale. Dann fährt die Gondel bis zur Hälfte nur runter, wird dann nochmal hochgezogen und fährt dann wieder unten an. Und wenn die Gondel wieder unten angekommen ist, ist die Gondel ganz unten, dann klingt der Motor sich aus, dann blinkt die Lampe Sitzentriegelung, diese drücken wir durch, bis alle Bügel geöffnet sind. Also es müssen immer alle Bügel geöffnet sein, ansonsten könntest du die nächste Fahrt gar nicht erst starten. Im Monitor wird dann auch angezeigt, das muss dann alles wieder grün sein, beziehungsweise gelb leuchtet das auf, wenn alle Bügel geöffnet sind. Erst dann machen wir dann die nächste Fahrt. Ja, hier hinten im Fahrstand haben wir natürlich noch mehrere Sachen. Also das war jetzt nur das Fahrpult und unser Fahrdisplay. Hier hinten haben wir zum Beispiel noch unseren kleinen Laptop. Von dem aus können wir Schriften oder Animationen oder Schriftstücke halt oben fertig machen fürs Display. Da können wir belustige Dinge draufschreiben. Hier in Kiel haben wir momentan stehen, herzlich willkommen zur Kieler Woche. Das letzte Wochenende, was wir jetzt haben. Denn hier haben wir zum Beispiel unsere Jinglebox, eine von vielen. Also eine Jinglebox, noch eine Jinglebox, wo halt die normalen Standard-Jingles drauf sind, so von wegen Welcome to the Power Tower. Hier oben haben wir noch unseren Musikcomputer. Von hier aus haben wir die ganze Musik im Blick, sowie die normalen Jingles, Servus, Quirzi und Hallo und sowas, die sind da halt noch bei. Wenn ihr schauen wollt, haben wir hier unten noch, das kann ich euch noch zeigen. Hier ist unser Mischgerät, unsere automatische Klangregelung.
Von dieser Seite wird die Musikanlage gesteuert, also Tiefen, Mitte, Höhen, komplette Lautstärke. Vorne können wir die Kasse an sich noch einmal extra tunen. Das heißt, wir haben vorne an der Kasse zwei Lautsprecher. Diese können wir hier lauter machen. Auf der rechten Seite ist nur für das Mikrofon. Hier unten ist die automatische Klangregelung. Und ein CD-Spieler haben wir auch noch, der natürlich mittlerweile nicht mehr so im Gebrauch ist, da wir MP3 haben. Hier unten haben wir noch unser Effektgerät. Da können wir verschiedene Echo-Effekte einstellen an der linken Seite, wo wir aber jedoch immer dasselbe haben. Das Fußpedal ganz einfach. Wenn man ohne Fußpedal spricht, ist halt die Stimme ganz normal. Sobald man den Fuß auf den Schalter stellt, haben wir natürlich das Echo mit dabei. So, jetzt befinden wir uns hier unterm Power Tower. Das ist unser Mittelbau, unser Herzstück mit. Hier befindet sich natürlich der Antriebsmotor. Hier haben wir natürlich auch die Bremsen. Also die Bremsen sind auf jeder Seite. Und Antriebe haben wir zwei Stück hinten sowie vorne haben wir die. Ja, dann sind wir auch schon fast am Ende hier bei unserer Führung, bei unserer kleinen Führung. Dann würde ich sagen, ich zeige euch noch den E-Container. Da könnt ihr noch mal einen Blick in die Technik schnell werfen, in unsere Schaltschränke. Ich mache mal ein bisschen Licht, dass ihr auch was seht. Hier sind halt die ganzen Gerätschaften drin und die ganze Technik. Wenn ihr mal ein bisschen reinfüllen wollt, so ein bisschen Betriebsspionage ist das hier. Hoffentlich sieht es die Konkurrenz nicht. Ich drehe mich noch mal schnell um, dann könnt ihr hier auch noch mal reinschauen. Ja, und das ist halt so die ganze Technik vom Power Tower. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar Fragen beantworten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Interesse gehabt. Und zu guter Letzt verlosen wir einfach noch schnell zwei Freikarten für den Power Tower. Also wenn ihr Lust habt, nehmt am Gewinnspiel teil. Die Herren hier lassen sich eine Frage einfallen. Und dann würde ich sagen, toi toi toi. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Tschüss.